Yo, 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 yo. So, Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Hier scheint gerade die Abendsonne so schön rein. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr seid gut gelaunt, liebe Freunde. Denn ich habe natürlich euch mal wieder was Tolles mitgebracht. Und zwar ein neues Video um 14 Uhr. Und wir schauen da gemeinsam rein. Link zu RTL Plus ist wie immer in der Videobeschreibung. Deshalb lehnt euch zurück, macht euch gemütlich, holt euch leckere Snacks und was Leckeres zu trinken. Dann genießen wir das Ganze und stoßen gemeinsam an. Zur Mitte, zur Titte, zum Sack. Ich bin Michi. Also ich habe relativ wenige Dates. Meine Freunde würden mich wahrscheinlich als kommunikativ beschreiben. Wenn es so eine 1:1 Situation ist mit jemandem, den ich noch gar nicht kenne, dann bin ich, glaube ich, eher nervös und deshalb bin ich nicht der größte Dating-Fan. Aber wie soll man sonst jemanden kennen? Ganz gut auf den Punkt gebracht, Michi. Ich habe eine Frage. Was ist ein Studienberater? Berät der dich, welches Studium gut zu dir passt? Weil falls ja, dann fair, dass ich nicht weiß, weil ich habe mich mit den Studiengängen und so weiter nie auseinandergesetzt, liebe Freunde. Ich wusste nach meinem Realschulabschluss, ich mache kein Abitur mehr, ich werde niemals studieren, ich habe keinen Bock mehr auf Lernen, ich bin raus. Ich melde mich hier an der Stelle ab. Aber was heißt das, Studienberater? Gespräche führen ist mein Beruf. Das wird man beim Date heute aber nicht unbedingt merken, weil da werde ich wahrscheinlich nicht ganz so eloquent sein, wie ich es normalerweise finde. Aha. Servus miteinander. Hey, servus. Der ist ganz leicht angespannt, der Bruder. Der hat so einen ganz leichten, strammen Gang, sage ich jetzt mal. Aber ey, wer ist nicht nervös, wenn er bei First Dates ist? Die anderen können es nur besser runterspielen, liebe Freunde. Was muss passieren, damit mein Date ein Erfolg wird? Wenn sie mich nicht irgendwie lustig und unterhaltsam findet, dann wird es ganz schwierig. Okay, Michi. Schauen wir mal, wie lustig und unterhaltsam du heute bist. Ich würde mich definitiv als Nerd beschreiben, mit dem Hinweis, dass es ja kein negativer Begriff ist. Er ist manchmal negativ konnotiert. Meine Hobbys sind stark Pen and Paper Rollenspiel. Was für ein Ding? Es ist eine Mischung aus Improvisationstheater, Krimi-Dinner und Brettspielen. Ich moderiere die deutsch-österreichisch-schweizerische StarCraft 2 Liga. Also das ist innerhalb des Nerdbereichs noch viel nerdiger. Ey Leute, es gibt Sachen, ne? Das wissen wir manchmal, also falls ihr denkt, ihr habt ein besonderes Hobby. Nein. Michi ist, ich weiß nicht mal mehr, wie es heißt. Michi hat auf jeden Fall ein besonderer Rest. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass man eine Traumfrau kennengelernt, die gerne auf Magic-Turniere fährt. Da ist er aber. Da ist er. Seine Traumfrau. Wie heißt sie denn? Hallo. Hi. Wow. Ich bin die Tatjana. Ich bin 35 und bin einfach offen und gespannt, einfach einen tollen Menschen kennenzulernen. Tatjana, was eine charmante Erscheinung, liebe Freunde. Jetzt mal, die sind auf jeden Fall bei der same age, ne? Beide 35. Produktmanagerin aus Stuttgart. Also da geht beispielsweise jemand hin und sagt, ich brauche ein Produkt und die managt das Produkt dann. Die managt dann diesen Kaffeebecher, der drin Schimmel? Das ist nur der Kaffeesatz. Gerade noch mal gut gegangen. Also wenn es eine schlimme Situation ist oder irgendeine gefährliche, möchte ich ungern, dass mein Mann als Erster wegrennt. Muss ich ehrlich sagen. Aha. Ich glaube, der Michi wäre aber so einer. Der Michi wäre so schon so. Also ich muss jetzt mal kurz Michi in Schutz nehmen, weil ich bin auch eher so einer. Also ich bin schon mit ungewohnten Situationen komme ich gut klar. Aber sobald es Stress gibt, bin ich raus, liebe Freunde. Ich habe keinen Bock auf irgendwie eine kassieren oder so. Ne? Ich würde dann auch rennen. Tatjana, oder? Tatjana, genau. Hallo, Roland. Gut, dass du hier bist. Ja, finde ich auch. Ja, finden wir alle. Viel zu hübsch für mich. Servus, ich bin der Michi. Schön, dich kennenzulernen. Hallo, Tatjana. Hi. Tatjana. Wir setzen uns erstmal hier hin wahrscheinlich. Bitte. Denke ich mir. Ne, also erstmal der erste Schritt zur Sicherung wäre gesichert sitzen. Anschnallen noch vielleicht. Mich triggert's voll, dass mein Hals hier so hell ist wegen der Sonne. Aber so ist schlimmer. So wäre richtig schlimm, ne? So könnte ich nicht drehen. Müsste ich mir hier einen Vorhang hinbauen. Nee. Wie geht's dir denn? Das ist gut hergefunden. Gut geht's mir, ja. Gut hergefunden habe ich, ja. Und dir, wie geht's dir? Um ganz ehrlich zu sein, Mittel. Ich bin gestern beklaut worden und bin in Köln angekommen, ohne Kleidung, ohne Zahnbürste, ohne Hygieneartikel, ohne Gepäck. Was? What the freak?
Was? Jetzt habe ich Klamotten von der Produktion bekommen. Wenn es dir nicht gefällt, normalerweise sieht es besser aus. Genau. Ich würde sagen, um das zu verdauen, brauchen wir erstmal einen Drink, oder? Also ich fand die Story richtig krass. Also dass man an dem Tag einem sowas passiert, das ist, also das tat er mir echt leid. Er meinte ja auch, das sind auch nicht meine Klamotten. Also plötzlich ein bisschen. Oh, ich würde mich so unwohl fühlen. Heißt, der hat, was wurde dem geklaut? Alles. Geldbeutel, alles. Und das heißt, er konnte sich nicht mal neue Sachen kaufen. Wurde sein Handy denn auch geklaut? Damn, son. Hart, hart. Ich bin Statistin in der Staatsoper. Also ich bin auf der Bühne. Oha. Also singen kann ich jetzt nicht in der Oper, aber es ist viel Schauspiel, nonverbal. Ich habe es gerade schon Roland erzählt und die kann das alle nicht. Mein Lieblingshobby ist Pen and Paper Rollenspiel. Eine was? Ja, das. Okay, sorry. Der Roland lacht schon. Das Gesicht hat er schon mal gesehen heute. Okay. Man lädt Leute zu sich ein und führt quasi ein längeres Improvisationstheaterstück auf, wovon nur eine Person die grobe Handlung kennt. So klassisch Agatha Christie Mord im Orient Express. Und dementsprechend ist es wie ein spielbarer Film. Sorry. Wir müssen weiter. Erzählst du gleich weiter. Ich erzähl gleich weiter. Schade jetzt. Check ich das richtig? Du lädst deine Freunde zum Essen ein und du, also alle wissen Bescheid, heute ist Improvisation. Und dann ist man nicht man selbst, sondern man spielt, also alle spielen eine Rolle. Finde ich irgendwie witzig. Irgendwo finde ich es dann doch, stelle ich mir das lustig vor. Man braucht halt auch den richtigen Freundeskreis dafür, aber es wäre dumm lustig. Ganz kurz kann man sagen, es ist wie ein spielbarer Film. Mhm. Und das Coole ist halt im Gegensatz zu einem Roman oder einem Film, ist, dass das Ende nicht festgelegt ist, sondern die Geschichte sich dementsprechend verhält, je nachdem, wie ihr handelt. Mhm. Das sagt jetzt wahrscheinlich nichts, wenn du nicht so in dem Nerd-Kosmos drin sind. Eigentlich klingt es ja ganz cool mit den Schauspielern, aber warum ist es jetzt nerdig? Die meisten Leute, die schon mal davon gehört haben, kennen es von Big Bang Theory. Ah. Weil die das spielen. Ach so, okay. Oder auch Stranger Things, weiß nicht, ob du das gesehen hast. Dementsprechend verbinden die meisten Leute das mit entweder 10-jährigen Kindern, die im Keller sitzen, weil sie Stranger Things kennen, oder mit absoluten Physik-Nerds aus Big Bang Theory. Ja. Ich check's immer noch nicht. Ich check's wirklich noch nicht. Aber weil Stranger Things habe ich geschaut, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Und Big Bang Theory habe ich nie so richtig geschaut. Deshalb habe ich jetzt nicht mal dieses Beispiel dazu. Naja, egal. Was ich für mich neu entdeckt habe, ist, ich tanze in letzter Zeit Tango. Ich mache gerade einen Tango-Kurs. Das macht mir einfach viel Spaß. Also, weil ich tanze halt auch voll gerne. Tanzt du gerne? Oh Gott. Meine Umwelt zuliebe, nein. Okay. Manche Paare erzählen ja, wir haben uns beim Tanzen kennengelernt und er hat mich angetanzt und sie hat mich angetanzt. Das ist für mich eine absolute Horrorvorstellung. Weil ich glaube, der Dancefloor ist kein Milieu, auf dem ich mich besonders selbstsicher fühle. Ich glaube, die hat gerade einen richtigen Minuspunkt gecatcht, armer Michi. Die hat gerade richtig so, für sie war gerade so, ja, okay. Aber gut, find mal einen Mann, der so richtig Bock hat auf Tanzen, so, ne? Ist jetzt auch nicht einfach. Ich bin auch, wenn ich auf Hochzeiten bin und so, ich bin auch nicht immer der Erste, der da so irgendwie rumhüpft und so. Ich bin da auch immer so ein bisschen zurückhaltend eher. Ja, schade, weil ich tanze echt gerne. Ist mir irgendwie auch schon irgendwie wichtig, dass man sich zusammen auch irgendwie gut bewegen kann. Ja. Das war jetzt aber ein langer Blickkontakt zum Ende hin. Das war jetzt aber ein Stare-Down. Aus meiner subjektiven Wahrnehmung lief das Date wirklich super. Ich finde auch, man muss sagen, die beiden haben schon irgendwie ein Vibe zusammen. Also es ist schon so, dass ich jetzt sagen würde, es ist nicht so, dass es gar nicht passt. Wie würdest du dich beschreiben? Was ziehst du denn normalerweise an? Ich habe mir zwei Outfits rausgeholt. Das eine hat mir richtig gut gefallen, so ein bisschen, ja, so der Uni-Style vielleicht, keine Ahnung. Und da ist halt so, hey Jungs, ich brauche mal eure Hilfe. So, die kannten meine Geschichte schon. Mhm. So das oder das. Und dann sagen zwei von denen, ja, sieht voll gut aus. Ja gut, hier machen wir da noch genug Zuknöpfe. Und dann sagt der Dritte, sieht scheiße aus. Und der Dritte, der hat es dann rausgehauen. Dann habe ich mich nicht mehr getraut, das anzuziehen. Da habe ich das angezogen. Okay, wegen einer Meinung, obwohl die anderen. Ja, ich bin leicht zu unsicher. Ja? Der Arme, ja. Tut mir ein bisschen leid. Wenn jemand leicht zu verunsichern ist, dann lässt man sich sehr oft das Leben schwerer machen, als man eigentlich müsste. Und das ist schade. Als Mann so richtig sehe ich ihn nicht wirklich. Also das ist jetzt nicht der Beschützer, so ein bisschen, der neben mir stehen würde, wo ich denke, ich fühle mich da echt sicher. Ob wir Flirtmomente in unserem Date hatten? Ich frage mich gerade, ob ich in meinem Leben schon mal Flirtmomente hatte.
Ich bin so schlecht im Flirten. Nee, der Bruder hat echt nicht geflirtet. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Zumindest bei dem Ausschnitt, den wir gesehen haben, da wurde nichts geflirtet, liebe Freunde. Dankeschön. Danke. Darf ich dich einladen? Ja, sag ja, dann mach's ja, sag gerne. Danke. Also Geldbeutel hat er doch. Hat er nicht am Anfang gesagt, der Geldbeutel wurde ihm auch geklaut? Ich check's gerade nicht mehr. Das ist sehr gut von ihm. Also zumindest hat es mir imponiert, dass er sofort direkt gesagt hat, er übernimmt es. Und da, finde ich, hat er wieder so ein bisschen mehr Charakter bewiesen und mehr so einen Standpunkt. Das hat mir imponiert, ja. Ich fand, mein Date ist ziemlich gut gelaufen. Es verging wie im Flug. Ich denke schon. Ja, ich denke, sie fand es ganz nett. Ich glaube, sie gibt ihm einen Laufpass. Aber so einen richtig schönen, also so einer, der direkt ins Achtelfinale reingeht. Wie die deutsche Nationalmannschaft. Ja, so ein, ne, so ein Stramm. Ich fand's richtig nett. Ich finde, bei mir weiß ich immer nicht, ich weiß nicht am ersten Date, wie das dann long-term irgendwie aussehen könnte oder so. Aber dafür ist ja auch ein zweites und drittes Date da. Ich fand das erste auf jeden Fall sehr nett. Und ich hätte Lust auf ein zweites. Also ich fand das Date auch sehr nett. Aber? Jedoch fand ich, dass wir sehr sachlich geblieben sind. Ich habe jetzt nichts, sage ich mal, Zwischenmenschliches gemerkt, dass da irgendwie so eine andere von Sympathie, außer wir haben ähnliche Themen, ja, aber so eine Sympathie, so eine Zwischenmenschliche habe ich halt nicht gespürt, irgendwie so ein Interesse. Hätte der Bruder doch flirten sollen. Hätte der Bruder ein bisschen die Flirtgun auspacken sollen, ein bisschen so ein paar Herzchen schießen. Und deswegen von meiner Seite aus kein zweites Date. Ist völlig okay. Dafür sind Dates ja da. Um sich kennenzulernen. Das Wasser abchecken, passt es oder passt es nicht. Völlig in Ordnung. Oh, jetzt ist am Ende nochmal ein Stottern gekommen, der arme Bre. Ach man, das tut mir ein bisschen leid. Weil der ist echt ein Lieber. Der hat das Herz am richtigen Fleck. Ich glaube, der ist einfach nur nicht so... Ich glaube, der muss noch diese Flirt-Einmal-Eins-Knigge. Dieses, wie geht man mit Frauen, wie... ne, bisschen hier, ein bisschen dies, bisschen das. Aber ey, das muss gelernt sein. Ich würde auch nicht sagen, dass ich da optimal drin bin. Was geht? Ihr checkt schon. Liebe Freunde, das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr Folgen habt, wo ihr sagt, ey, die sind richtig geil, die musst du dir anschauen, Sedo. Die sind next level. Schreibt die Folgen gerne unten in die Beschreibung rein. Ich brauche einfach nur das Datum, wann die Folgen auf RTL Plus online gegangen sind und die zwei Namen der Personen, die das Date haben. Und dann checke ich das vielleicht mal ab. Würde mich natürlich sehr freuen. Wir sehen uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin, passt auf euch auf. Bis dann. Ja, ob du schläfst oder ist es schon zu spät, ja. Pack mir ein Uber und ich mach mich auf den Weg, ja. Kenn uns erst eine Woche, perfect match aus meiner Gegend. Kasper Straße 4 hat mich schon so an dich gewöhnt.